Ja, um den Verräter kümmere ich mich noch. Ich habe ja versprochen, dass ich in der letzten Folge, dass ich mich um meine Familie Papa! Kümmern werde. Schön, dass du wieder zu Hause bist. Ja, Ella, finde ich auch. Wie geht's dir? Für einen Großen sind deine... Komm her, mein Kleines. Ja, lass dich mal drücken. Und noch mehr. Und ich hab dich lieb. Und jetzt lass dich lieber los. Ja. Wo ist denn die Mutti? Na, wo ist denn die Mutti? Hallo. Ich mag die Kleine. Oh. Ein Geschenk? Die Mädchen in der Schule sagen, du bist verträumt. Die spinnen doch. Die haben keine Ahnung. Lass dir von denen nichts erzählen. Ja, der Papa kann das, ne? Hundi freut sich auch. Wow, toll. So, dann noch das feige Huhn. Das sind wirklich teure Kleider. Wow! Wer hat dir Tanzen beigebracht? Das ist für dich Tanzen? So, jetzt geht's ihr gut. Jetzt ist sie wieder glücklich. Oh, das ist aber lieb. Danke, meine Kleine. Schönere Häuser als unseres, oder? Oh. Etwa Ansprüche? Na, wir werden mal den Unterhalt ein bisschen anheben. 50 reicht. Annehmen. Ja, vielleicht sollte ich ja was mit der Ausgestaltung mal machen. Ich will ja, dass meine Familie glücklich ist. Hier war doch ein Möbelkaufhaus, ne? Aber das hat bestimmt jetzt zu. War das da? Nee. Ihr seid von Reinheit erfüllt. Ihr verdient es. Nicht da ist sie ja. Schlecht. Wie macht ihr nur eure Frau so glücklich? Weil ihr so lieb wart, habe ich ein kleines Geschenk besorgt, Schatz. Ich will doch... So sollte eure Arme sehen. Perfekt. Perfekt, um mich zu umfangen. Ja, mache ich auch gleich. Wenn Interaktion kommt... Küssen. Küssen geht auch. Komm, wir zeigen allen, wie lieb wir uns haben. Ja. Oh ja. Und nochmal drücken, komm. Wir haben uns lange nicht gesehen. Komm, ja. Schön, ne? So. Da sie ja nicht bei ihrem Stand ist. Wunderbar, mein Liebling. Soll ich mal furzen? Ich lieb, Papa. Kann ich mit ihr Händchen halten? Also gut, mein Schatz. Wo gehen wir hin? Naja, lass dich überraschen. Oh. Da liegt. Die bewacht unser Haus. Die ist aber lieb. So. Guck mal hier. Ist das unser Bett? So, das war's, oder? Nein. Es ist mir egal, wo ich bin, solange ich bei euch bin. Aber an einem schönen Ort zu sein, wäre noch besser. Ich kann das nicht auswählen. Schade. Ihr habt da eine sehr schicke Frisur. Irgendwas habe ich verkehrt gemacht. Na, ist jetzt auch egal. Also, die sind mit dem Haus nicht zufrieden. Na, sowas. Aber jetzt müssten ja eigentlich die Läden öffnen. Das ist der Barbier. Wo war denn hier der Möbelladen? Was ist das? Das ist ein Mietshaus von mir. Sorry. War der doch da unten? Nee, das war doch... Das ist die Gaststätte. Der ist da oben irgendwo. Hier ist mein Kind. Hallo, Kind. Hallo, Papa. Hallo, Kind. Lauf, so schnell es geht. Ich erlebe auch Abenteuer. Kinder müssen Scheiße, wo war denn das Möbelkaufhaus?
War das hier oben? Was ist das? Hier gibt's Klamotten. Schön, dass du wieder zu Hause bist. Das ich Beste weiß. Aus Brightwall. Lass mich nicht alleine, Papa. Ja, ich muss Möbel kaufen. Ihr sollt das schön haben. Da ist doch das Möbelkaufhaus. So, was Stuhl haben wir kaputt? Denn hier? Neuer Tisch gefällig? Aber ihr seht gut aus. Ist das nicht das Bett, was wir haben? Was das heute? Hoffentlich vermisst du mich, wenn du weg bist, Papa. Mach ich. Oh, das Kinderbett, das sieht ja gut aus. Wo ist es hier? Schlaflied-Kinderbett. Sucht ihr etwas für euch selbst? Danke für euren Einkauf. Ein Teppich? Was braucht ihr? Viel Spaß damit. Normaler Sessel, normaler Nachtschrank. Dekorativ haben wir doch aber schon. Normales Regal, dekorativer Schrank. Kann man das hier auch kaufen? Ich will wissen, ob ich das hier auch kaufen kann. Den kann ich nicht kaufen. Der ist unverkäuflich. Den dekorativen Tisch haben wir. Stühle und Tische der besten Qualität. Ja, das haben wir doch. Dekorativer Waschtisch. Extra großer dekorativer Teppich. So, jetzt gehen wir annehmen. Jetzt gehen wir mal ins Haus. Komm, Hund. Ist hier noch irgendwas? Da oben die Kiste hatte ich doch schon geöffnet. Kauft euch Glück in meinem Laden. Ja, hier können wir auch mal schauen, ob wie die Preise sind. Oh, schön, dass ihr wieder da seid. Kommt wieder. Ausgezeichnete Ware. So, das reicht. Vielen Dank. Die Preise sind zwar hoch, aber wir leben doch alle im Wohlstand. Okay, Kumpel. So, das muss reichen. Mal gucken. 171 für die Kartoffeln und 86 für den anderen Kram da, für die... Wart auf mich, Papa! Nein, ich muss ins Haus. Ach, da geht's lang. Halt, ich gehe mal nach oben, weil ich ja Betten gekauft habe. Ob das auch funktioniert? Komm, Kamera, du kannst dich ruhig mal ein bisschen schneller drehen. Ja? Nö. Nein? Du bist so gut und verwöhnst uns so. Ich bin das glücklichste Mädchen der Welt. Die Mädchen in der Schule sagen... Kann ich nichts machen. Hey, ich komm hier nicht wieder raus. Ich entfessle die Gewalt der arkanen Künste über dich. Seltsam, seltsam, seltsam. Aha, jetzt bin ich raus. Warum kann ich da das Bett nicht hinsetzen? Das sah doch nicht so schön aus wie meins, was ich hatte. Ihr werdet euch besser fühlen, wenn ihr den Bedürftigen helft. Und ich habe auch Teppiche gekauft. Wo sind die? Kann man denn das nicht selber umdekorieren? Halt! Hier kann ich nur Scheidung Herzlich und willkommen. Dingens. Hi, ich suche nach etwas ganz Bestimmtem. Schmückt eure Wangen mit einem Bart. Und trotzdem steht hier oben noch das alte Bett. Und wo ist ihr Bett? Hier kann ich nur Schlafen auswählen. Nein. Nur Jasper macht das, oder was? Ich habe doch extra ein Bett gekauft. Und wo ist ihr Kinderbett hin? Seltsam alles. Fragen über Fragen. Ob meine Familie mitzieht, wenn ich in ein anderes Haus einziehe? Immer zu euren Diensten. So, jetzt gehe ich noch mal zu meiner Frau. Weil ich brauche noch... Es ist nicht billig, aber der Markt gibt nichts anderes her. Oh, tolle Handschuhe.
So, jetzt als gucken wir Junge mal hier. Habe ich hier immer mit meinen Eltern eingekauft. Echt? Gebotene Summe 573. Wir haben. Danke für den Einkauf. Kommt wieder, wenn was haben wir hier? Oh, das hat sich gelohnt. Danke für den Einkauf. Kommt wieder, wenn ihr noch etwas verkaufen wollt. Kann ich für das Lager einkaufen. Aha. Bringt mir was ihr. Ja, dann kommt das Symbol. Aber ist egal. Was haben wir denn? Da haben wir noch Schlüssel. Hier haben wir auch noch nicht alle Silberschlüssel. Hier fehlen noch 3 Silberschlüssel. Aber ich vermute mal, die werden in der Bibliothek sein. Hier ist, da waren wir. Was ist hier noch? Halt. Auch noch ein Haufen Silberschlüssel. Morningwood, hier auch. Na, hier ist nur noch eine. Da haben wir noch gar keine Silberschlüssel gefunden. Na gut. Ich schau mal nach einer Quest. Zwerge sind böse und die Feder ist mächtiger. Altes Viertel im Bauerstone. Mörderische Bilder. Okay. Dann gucken wir oder schauen wir mal, was das bedeutet. Dir schmeckt die Ratte immer noch, wa? Ich mag am liebsten Musik, Sonnenschein und Liebe. Und ich mag und tote Schmerz. Zwerge. Ja. Kannst du gleich haben. Ich mag so etwas überhaupt nicht, klar? Männer sind also immer noch die besseren wirklich. Helden. Das musste mal sein. So. Wir haben noch mehr im Lager. Sagt Bescheid, wenn ihr etwas sehen wollt. Noch mehr Zwerge? Danke. Obwohl, bei diesem Preis solltet Diese ihr, ihr euch bedanken. Ich brauche Hilfe. Wir halten Händchen. Wie schön. Okay, danke. Und beehrt uns bald wieder. Ich wollte eigentlich das machen. Wundervoll. Deswegen war ich so ruhig. Einfach fantastisch aus, wirklich. Ah, wie übersteht ihr nur alle? Oh, was habe ich jetzt gemacht? Ah, oh, Gott sei Dank. Das wird nur ein kurzer Tanz. Hm? So, weg hier. Nettes Oberteil. Steht euch gut. Alle sagen, meine Stimme ist wie die des Baden. Wisst ihr, wo ich ihn... Niemand in Bauerstone hat bessere Produkte. Geld ausgeben ist gut, wenn ihr Leute einrappt. Nein, ich wollte gucken, was das für ein Laden ist. So, jetzt. Aha. 50% auf alles. Dann gucken, schauen wir mal, was kostet das denn hier? 19. Ihr kriegt heute... Schön, mit euch alle Geschäfte zu machen. Was ist das? Bauerstones beste Waren. Hoffentlich sehe ich später das auch ist mal. Der Wunder des Hoffentlich kaufen wir. Habt ihr Freude daran. Was ist das? Du bist wir haben den Preis dafür gesenkt. Hoffentlich habt ihr Freude daran. Alle sagen, dass du so nett bist. Das stimmt. Den kaufen wir jetzt auch mal schnell. Ich bin in Kauflaune. Sagt, wenn ich helfen kann. Ihr seid sehr freundlich. Nicht viele sind so rechtschaffen wie ihr. Hammelfleisch. Ich kann euch sicher helfen. Gibt's da keine Informationen zu? Bestimmt sehr günstig. Was das heute? Sag Bescheid, wenn ich helfen kann. Was für ein Outfit? Ich brauche nur etwas Gold. Hoher Fettgehalt. Das ist ihr gut. Habt doch wirklich danke. Mehr als genug. Was haben wir hier? Aber wir haben ja, da brauchen wir jetzt nichts kaufen. Geld ausgeben ist gut Hochzeit. Für die Wirtschaft. Was braucht ihr? Die besten Waren in Bauerstone. Danke für euren Besuch. Uns unterbietet niemand. Nein. Das garantieren wir hier. Unverbindlich. Mal gucken, was ist hier? Spielzeugpferd. Was braucht ihr heute? Vielen Dank für den Einkauf. Das können wir immer gebrauchen. Was haben wir hier? Ehering. Wir bedienen euch gern. Es ist nicht umsonst. Was ist das? Schokolade. Helft Schokolade. Mir Schokolade, und ihr Schokolade, habt Schokolade. Was braucht ihr heute? Ich nehme nur Sachen, wo es Rabatt drauf gibt. Was ist das? Parfüm. Was darf's denn sein? Kein Umtausch möglich. Das kann man auch mal nehmen. So genug gekauft. Eine ah, hier ist noch Münze eine... Heute würde mir zum Essen reichen. Da gibt's und dann Kondome. 6 weitere Raten A 1999. Herzlich willkommen. Wir halten uns über Wasser. Echt. Die Geschäfte könnten genau, besser sein, läuft's aber... Vielen deshalb Dank. Gebe ich gerne etwas was zurück. Braucht ihr heute? Viel Vergnügen. Kommt wieder. Das werden wir haben. Ja.
Ich überlege mich als Konditor zu bewerben. Sieht gut aus. Versuch es mal. Oh, sorry, wollte ich nicht. Kommt ihr bald wieder in meinen Laden? Man weiß nie, wann es einen Schlussverkauf gibt. Wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Meine Kunden sind gut zu mir, deshalb bin ich gut zu ihnen. Hier muss ich hin. Ihr macht euch einen Namen, was? Damit jeder weiß, wer ihr seid? Ein ausgezeichnetes Ziel. Zurzeit kennt mich wirklich niemand. Aber schon bald werde ich überall bekannt sein als der Mann mit der größten Thomas Catkin-Sammlung der Welt. Seit Jahren kaufe ich seine Bilder. Sie sind echt spottbillig, weil er ein so vollkommen unbedeutender Künstler ist. Aber was, wenn er plötzlich berühmt wird? Dann wären seine Bilder ein Vermögen wert. Du bist ein Arsch. Und wie wird man als Künstler besser berühmt als durch ein unglückseliges Ende? Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Ja. Ihr macht euch einen Namen, was? Damit jeder weiß, wer ihr seid? Ein ausgezeichnetes Ziel. Die besten Waren von ganz Bauerstone. Ja, das war jetzt ein Satz mit X, das war wohl nix. Ich habe ja gesagt, ich möchte ein guter... Stoßen. Das will was ja nicht. Gib mir ein Goldstück, damit ich einen Apfel kaufen kann. Wenn ich groß bin, will ich so cool sein wie du. Wer will einen Apfel kaufen? Wer? Da. Bist du immer so zuvorkommen? Ja, gleich hoch. Los, ich wette, das wird gut. Oh, euer Stil ist einfach berauschend. Ja, komm, wir lassen uns mal buddeln. Das ist wirklich nett, danke. Ach so, ich soll graben. Ich überlege gerade, deswegen hat das jetzt so lange gedauert, ich überlege gerade, ob ich nicht doch einfach mal zum Schloss jetzt reise, weil diese Quests, die gefallen mir nicht so besonders gut. Gesundheitstrank ist immer gut. Da habe ich nicht so die Freude dran. Wenn ich schon Geld ausgebe, dann nur für eines. Kleidung. Ich glaube, in Brightwall findet gerade ein Schlussverkauf statt. Na, ah, guck mal, was ich da oben gerade durch Zufall sehe. Lieber das, als die Scheiben meines Hauses zu zertrümmern. Na, halt ihr mich erschreckt? Echt nicht. Ja, muss man sagen. So. Oh, das war gruselig. Ja, ich weiß. Steck sie wieder weg. Fast einen Herzinfarkt. Und? Noch ein Grabungsort. Ich wusste doch, hier ist noch was. Setzt euch doch einfach unter einen Troll. Und? Und? Hund, wo bist du? Hund, weg! Hund, du hattest doch eben einen Grabungsort. Ach da. Ach da. Jetzt muss ich erst noch buddeln. Ein Topas. Ein Theopa. Na gut, der war auch nicht so toll. Noch ein Grabungsort. Hund, du machst mich verrückt. Wo? Da waren wir doch gerade. Wie seid ihr eigentlich so? Ich hab die Gräben, die Gärten umgegraben. Und wer seid ihr? Na, nun buddel. Cool. Buddelt er jetzt? Jetzt buddelt er. Das wird nichts mehr mit Logen. Na gut, ich denke mal, dann machen wir das vielleicht in der nächsten Folge. Na, 300 Gold ist auch nicht schlecht. Also bevor ich jetzt... Da sitzt wieder ein Bettler, die tun mir ja so leid. Bevor ich jetzt, hat ja der Bruder auch nicht so ganz unschuld, so wie ich das mitbekommen habe. Wir gucken jetzt mal schnell, ne? Swift, aha. Captain Swift. Macht euren Frieden, Verräterschwein! Ihr werdet sterben! Was? Ich bin doch noch gar nicht im Spiel. Ja, Verräter sind unter uns. Verräter planen unser Ende. Verräter geben vor, für eine edle Sache zu kämpfen. Sie tragen viele Masken. Vielleicht sehen sie aus wie Freunde. Vielleicht wie euer ergebenster Diener. Das ist das Gesicht eines Verräters. Swift? Major Swift. Ein angesehenes Mitglied der Armee.
und treuer Diener des Königreichs, hat uns alle verraten. Aha. Er wurde beim Aufwiegeln getreuer Soldaten erwischt und wird daher angeklagt wegen Spionage, Hochverrat und Verschwörung. Oh. Aber weitere ruchlose Verräter schänden unser Land mit ihrem Verrat. Wir werden diese Verräter jagen, wo sie auch sein mögen. Sie wird dasselbe Schicksal ereilen wie Major Swift. Das Schicksal aller Feinde der Krone. Wir müssen ihn aufhalten, egal was es kostet, um jeden Preis. Los, sagen wir es den anderen. Ein Wunder, dass uns der Logan da nicht gesehen hat. Na gut. Dann schauen wir mal in der nächsten Folge weiter, was das jetzt für Konsequenzen hat. Ja, zum Hauptquartier sollen wir zurückkehren. Okay. Wie gesagt, in der nächsten Folge. Bis dann, Freunde. Tschüss.